Servus miteinander, das ist der Martin von Ohlöd Österreich. Wie ihr seht, es ist finster. Der kleine Diffusor auf der Warrior Mini hilft ganz prima. Ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen. Ich bin unterwegs, es hat 5 Grad minus. Ich hoffe, mein Atem stört das Bild nicht. Ich versuche euch da heute die Marauder Generationen, die X7, die X7R und die aktuelle Marauder 2 in freier Wildbahn zu zeigen, zu vergleichen, was die leisten können. Und habe da zum Waldrand sind es 140 Meter. Dann habe ich drüben noch so einen Turm, so ein Monument bei uns in Enzesfeld. Da sind es vom Standort ca. 230 Meter hin. Schauen wir, ob das funktioniert. Zur Not muss ich was rausschneiden von dem Intro. Also dann viel Spaß und bis bald. So, da erstes Ziel. 140 Meter bis zur Baumlinie, Doppelklick. Zweiter Doppelklick für Turbo S. Genau dahinter, da vorne sind so Steine und dahinter die Bäume sind in 140 Meter Entfernung. Ich fahre dann noch ein bisschen hin und her, damit ihr eine Idee bekommt zum Lichtkegel. X7 9000 Lumen. Lampe Nummer 2 X7R mit 12.000 Lumen. 12.000 Lumen, gar kein Problem, jetzt da die Baumlinien zu erkennen. Man sieht, die Reichweite ist deutlich weiter bei dieser Lampe. Der nächste Proband, Marauder 2. Im Flut-Spot-Modus natürlich kein Problem, aber dann seht ihr jetzt auch einmal, wo die Bäume sind. Das ist der Flutlicht-Modus. Auch der erreicht mit den 14.000 Lumen mühelos die Baumlinie. Dann haben wir noch die Betten 3 mit 1.200 Lumen. Auch damit kann ich erkennen mit den angepassten Augen, wo die Baumlinie ist. 166 Meter ist angegeben und das glaube ich auch, die 140 Meter, die Bäume da hinten, kann ich gut ausmachen. Schauen wir uns gleich den zweiten Punkt an. So, da Ziel Nummer 2, X7. Einmal, zweimal doppelklicken. Dort hinten seht ihr die Reflexionen von dem Turm. Hinter dem Hügel, der ist 230 Meter weit weg. Und wenn ich da gerade nach vorne zeige, könnt ihr euch ein bisschen so die Nahfeldbeleuchtung anschauen. Nächste Lampe, X7R. Einmal. Zweimal für Turbo S, 12.000 Lumen, man erkennt durchaus, dass das ein bisschen mehr ist. Und dann haben wir den Spot von der Marauder 2 und 14.000 Lumen Flutlicht. Spotlicht, Flutlicht, impressive. Und zum Schluss noch Betten 3, das sind 1200 Lumen. Dort hinten der Turm reflektiert, den Turm selber kann man nicht mehr richtig erkennen. Aber reflektieren tut es, das funktioniert sehr gut. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr vergesst nicht, dass am Montag und am Dienstag der Sale ist. Und wir sehen uns bald. Ich spüre meine Finger nicht mehr. Gute Nacht, bitte euch.